Kein Plan, wie ich anfangen soll. Einen wunderschönen, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad und ich habe mir gedacht, ich mache heute einfach mal einen Fahrradvlog, nehme euch mit durch meinen Tag und ich sage euch jetzt, was wir machen. Wir haben kurz vor 8, 16. Heute ist Brückentag. Wir waren gestern im Bikepark. Ja, jetzt fahre ich heim. Ich habe Frühstück geholt, Semmeln und Hähnchen. Das ist in der Bauchtasche. Da habe ich mir überlegt, okay, was mache ich heute? War schon früh wach. Die Leute, die jetzt sagen, ich lege mich jetzt wieder hin und so, ich habe Urlaub. Also dumm in meinen Augen. Es ist gutes Wetter, nicht mehr lange. Ja, ich denke, ich fahre jetzt heim. Dann wird gefrühstückt, ein bisschen geschaut und dann wahrscheinlich wieder mit dem Fahrrad. Einfach ein bisschen raus, baden, Wetter genießen und ja, dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Ich war übrigens heute früh schon baden, deswegen ist die Unterhose da. Und das machen wir jetzt später gleich wieder. Also, bis dann. So, weiter geht's. Wir haben jetzt kurz nach 9. Ich bin also gefrühstückt, eine Semmel, die andere war ein bisschen zu heftig, die habe ich jetzt dabei, die esse ich später. Jetzt hole ich mir was zu trinken, eine Sonnencreme. Bin fast eingepennt vorher, ist echt blöd. Ist auch nicht böse gemeint, aber wer ist ja wurscht. Keine Ahnung, Handtuch dabei, lege ich mich an die Ammer, schmier mich ein, ein bisschen bräunen und einfach Leben genießen. So, das Wetter ist noch gut, die Laune ist auch noch gut. Jetzt geht's an die Ammer. Normal würde ich das auch mit dem Roller machen, aber Fahrrad ist eh gesünder und trotz E-Bike, man muss trotzdem was machen. Also die Leute, die sagen, ja, du fahrst E-Bike, ist eh nicht anstrengend, labert mich nicht voll, ihr habt keine Ahnung. E-Bike fahren ist besser als im Roller fahren. Also ihr bewegt euch ja trotzdem noch, deswegen. Und es ist ja trotzdem gesund und im Roller. Versuche ein bisschen Geld zu sparen, Ende des Jahres kommt noch mal was Fettes, wofür ich ordentlich Geld brauche. Das aber in einem separaten Video. Hier ist eigentlich immer ganz schön. Es ist ein bisschen mehr Strömung als wie sonst, aber das juckt ja nicht. Die ist ja überall recht flach, aber da wo jetzt noch Schatten ist, da hinten, da ist immer recht tief. Also da kann ich mit meinen 2 Metern dann fast komplett drin stehen. Holzbike, Sonic Evo, EN2, also echt ein geiles Bike. Gestern im Bikepark gewesen, habe ich euch ja gleich die Videos schon eingeblendet, wenn nicht, dann jetzt kurz. Macht Spaß auf jeden Fall. Jetzt gibt es die zweite Fleischsemmel um 10 mit schon fast 5000 Schritte und 600 verbrannten Kalorien, das ist auch nicht. Und dann wird Runde geschlafen wahrscheinlich. Fast eine Stunde gepennt jetzt. Die Sonne ist irgendwie, Wolken sind aufgezogen. Da hinten zieht es auch schon so zu und es ist erst 11, also wirklich früh unterwegs, das war gut. Ja, noch ein bisschen weiter chillen und dann mal schauen. Boah, jetzt bin ich nochmal eingepennt. Kurz nach 12. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Da war der letzte Sonnenbrand. Also gut eingecremt bin ich schon. Die Sonne ist auch wieder schön da. Aber so langsam kriege ich jetzt Hunger. Ich habe alles schon aufgefuttert. Das ist die Frage. Vielleicht noch ein bisschen Fahrrad fahren und dann voll am Arsch. So, jetzt haben wir kurz nach 12, habe ich ein bisschen Hunger, aber eigentlich ist ja ein Fahrradvideo, also ich glaube, ich lege mich jetzt noch mal hin, weil ich bin noch ein bisschen fertig. Ein, zwei Stündchen, die Sonne ist gerade wieder gut da und dann werden wir zu mir fahren und ins Schnitzel oder irgendwas. Aufgewacht, jetzt war ich baden, angenehm kühl, jetzt bin ich wieder fit, jetzt packe ich so langsam zusammen und dann. So, die lag in der Sonne, jetzt hier irgendwie Geräteüberhitzung. Leg die jetzt einfach mal ins Wasser und dann mal gucken, weil vielleicht kühlt die dann, ne? So, Stein. Damit sie nicht wegschwimmt, gell? So, jetzt wollte ich ein bisschen Fahrrad fahren, ein paar Videos, aber
Ich habe jetzt so Hunger bekommen, wir fahren jetzt heim. Meine Frau hat Schnitzel gekauft. Ich hole jetzt noch ein paar Semmeln, dann Schnitzelsemmel oder irgendwas. Oh, schön, dass du da bist. Jetzt schauen wir mal. Das dachte ich, wenn man das so aufschneidet, ein bisschen Salat und Schnitzel rein, könnte es geil kommen. So, jetzt geht's noch eine Runde laufen. 2000, halbe Stunde schon, 2,6 Schritte auf den Berg hoch und dann abends noch ins Training. Mittlerweile 19, 22, 16.000 Schritte, das ist abartig. Jetzt geht's ins Fitness. Bizeps ist gut. Da unterm Ding auch Adern. Also es geht schon. Heute wird Brust, Trizep und Bauch zerstört. Kurzer Formcheck, weil jetzt bin ich fertig mit dem Training. Also passt schon, Training war gut. Ja, jetzt ist ziemlich spät, jetzt geht's nach Hause und das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin heißt es, gesund bleiben. Ciao, ciao.